für langsame Verhältnisse sorgen. Und ja, es ist interessante Strecke, nicht allzu schwierig und gut zu laufen. Das Ganze unter Flutlicht. Noch dämmert es. Das wird dann im Verlauf des Rennens hier ganz dunkel werden. Auch beim Anschießen schon dieses Kunstlicht in Betrieb. Insgesamt ja recht diesig. Sehr diesig, aber dieses Kunstlicht und dieses Flutlicht dort ist wirklich sehr gut. Das ist Weltklasse. Da glaube ich nicht, dass die Athleten vom Schießen her Probleme haben, also vom Licht, vom Hellen ins Dunkle, vom Tag in die Nacht. Und vor allen Dingen, was heute ganz angenehm ist, es ist heute praktisch kein Wind. Das erleichtert doch das Schießen immens. Ja, das haben wir in der vergangenen Woche eben erlebt. Da hat der Wind doch das ein oder andere Wörtchen hier mitgeredet, reingeweht, Ergebnisse für den einen oder anderen verweht. Tero Seppala aus Finnland folgt Dmytro Pitruschny aus der Ukraine, den wir zuvor gesehen haben. Beides die besten Athleten aus ihren Teams. Seppala als 16. im Sprint von Hochfilzen mit seiner Saisonbestleistung. Jetzt können wir mal schauen. Johannes Tinjesbø ist schon durch die Zeitnahme. Und dann kommt Arndt Peiffer. Ja. 7 Sekunden hinten dran. Sehr gut. Johannes Tinjesbø ist bekannt dafür, dass er extrem schnell angeht, dass er es wirklich krachen lässt von vorne weg. Aber Arndt ist eben dabei mit Tarje, mit Strobletski und Konsorten. Also Arndt ist eben auch bekannt dafür, dass er genauso angeht, sich das Rennen gut einteilt und nicht so los springt. Karol Dombrowski aus Litauen, 29 Jahre alt, ist eine Nemesine. Einer, der so um die 30er Plätze laufen kann, aber sicher nicht ganz vorne mittun kann. Ganz anders als er hier, Emilien Jacquelin. Welche Aufs und Abs in dieser Saison, Verfolgungsweltmeister ja geworden, aber eben auch mit vielen Fehlschüssen, hat er für das ein oder andere spektakuläre Schießen und das ein oder andere spektakuläre Bild gesorgt. Aber noch ist er nicht dran, sondern Tsukasa Kobonoki aus Japan, der hier rausgeht mit der Startnummer 13. Insgesamt haben 105 Athleten für diesen vorletzten Sprint gemeldet. Einer ist eben nicht mehr dabei. Sie haben das gehört in unserem Vorlauf. Andres Rastogujevs Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln. Insofern also suspendiert und heute hier nicht mit dabei. Erik Lesser ist der Zweite. Start Nummer 14. 17. im Weltcup momentan. Will natürlich noch ein, zwei Plätze gut machen da nach vorne. Vergangene Woche, dieser Auftritt, dieses Comeback quasi in der Staffel, hat ihm richtig gut getan. Viel Selbstbewusstsein wieder getankt. In den Einzelrennen dann 2 Top 15 Platzierungen. Also klarer Aufwärtstrend bei Erik Lesser. Und entsprechend motiviert auch er in diese Woche rein hier in Nowe Mjesto. Anton Smolski aus Belarus. Auch einer der Läufer, die so sich im vorderen Mittelfeld stabil bewegen. Und dann Emilien Jacquelin, der erste Franzose, der hier reingeht. Ja, die starken Läufer, die ersten 15, können sich ja die Startgruppe aussuchen. Sind sehr weit vorne platziert, eben in dieser ersten Startgruppe. Alleine die Schweden kommen etwas später, der Weltmeister in dieser Disziplin, Ponsi Luoma, als 51. Sebastian Samuelsson gar als 59. Ich kann mir schon vorstellen, dass es insgesamt schwierig ist, so spät zu starten. Heute überhaupt 17.30 Uhr Start und dann hast du noch 50 Minuten zu warten. Also es ist nicht einfach und ist für den einen oder anderen Athleten sicher eine Aufgabe, dass er da klar damit kommt, mit der Aktivierung, dass er wirklich heiß ist auf den Wettkampf. Und mit der Aufgabe liegend schießend kommt Tarjebö in der Regel super gut zurecht. Kein Augenschutz, kein Wimpernschlag, alles abgeräumt. Siegfried Massé also kann zufrieden sein mit dem ersten Auftritt, gut reingekommen in dieses Rennen. Tarjebö. Bei diesen Bedingungen heute ist null Fehler Pflicht, sonst hast du überhaupt keine Chance, da vorne reinzuspringen in dieser Dichte, die die Weltklasse mittlerweile darstellt.
Und viele der Sprints sind ja wirklich dann so entschieden worden, hinter dem Komma in der Zeit quasi. Ja. Ja. So eng liegen die alle beieinander. Hat sich noch einmal verschärft in den letzten Jahren. Sehr, sehr hohe Qualität, hohe Leistungsdichte und noch mehr Athleten, die da vorne mit in den Top Ten unterwegs sind. Loginov. Schön zu sehen hier, einmal geatmet zwischen den Schuss. Recht zügige, insgesamt dann doch eine gute halbe Minute. Diese Zeiten sind handgestoppt, werden immer von unterschiedlichen Kampfrichtern auch gestoppt. Deshalb sind sie ein Hinweis, aber nicht oder auf gar keinen Fall aufs Zehntel ausschlaggebend. Ich meine jetzt nur die Schießzeiten. Alle anderen sind natürlich aufs Hundertstel genau. Johannes Tinjesbø beginnt hier mit zwei Fehlern. Das verfolgt ihn ein wenig in dieser Saison. Hat ja eine neue Waffe sich noch kreiert, kurz vor der Saison. In Hinblick dann auch auf Olympia. Das macht man eben so eine Saison vorher. Und Siegfried Massé hat es ja angesprochen im Interview in unserem Vorlauf zuvor. Läuferisch ist er absolut top. Aber am Schießstand, da wackelt es dann eben doch noch. Da ist die Gewöhnungszeit an die neue Waffe dann offensichtlich doch länger, als er das vorhat. Gerade im liegenden Anschlag hat er Probleme. Und das ist durchaus auch ein technisches Problem, ja. Ob es jetzt an der Waffe liegt oder an etwas anderem, das kann dann der Trainer am Mann sozusagen besser beurteilen. Und zwei Fehler sind schon viel, aber er ist einer der wenigen oder der Einzige, der vielleicht auch mal zwei Fehler kompensieren kann. Ja, und Sie sehen schon, alle übrigen hier kommen prima durch. Auch Jakob Fack mit 5 Treffern an. Pfeiffer ist da. Da hinten im Hintergrund, und jetzt sehen wir ihn oben eingeklinkt. Taribö also in Führung vor Fack nach diesem ersten Schießen. Ja, ganz wichtig, sehr konsequent gearbeitet. Engelbert Sklotz wieder am Glas heute bei der deutschen Mannschaft. Der Schießtrainer also auch in der Endphase der Saison eng mit dabei. Und Arndt legt sehr viel Wert auf die sogenannte Range Time. Das ist die Zeit praktisch vom Einlaufen von Bahn 30 circa bis zur Zwischenzeit. Das ist das, wo er sagt, kann er so noch besser werden, da kann er optimieren. Und in der Tat, nur das Schießen allein ist nicht ausschlaggebend dann für die Zeit, sondern auch das Heranlaufen und Weglaufen. Also tadellose Serie. Wenn das Trefferbild ist, besser geht's kaum. Na, besser geht's nicht. Perfekt. Und damit Rang 2 für Arndt Pfeiffer. 6,9 Sekunden nur hinter Tarjebö zurück. Johannes Tinjesbø auf Rang 6 mit seinen zwei Fehlern. 33,6 Sekunden hinter seinem älteren Bruder Tarjebö weg. Also auch diese beiden Strafrunden hat Johannes Tinjesbø schnell erledigt. Und das ist der größte Widersacher. Ja, er zupft noch das dunkelblaue Trikot nach unten, hätte aber gern am Ende der Saison das Gelbe. Er ist der Einzige, der es Johannes Tinjes noch streitig machen kann. Sturla Holmlagreit hat noch mal erzählt. Richtig gute Erinnerungen hier in Novo Mesto, wo im Vorjahr alles begann. Das war sein erster Einsatz im Team. Und wir gehen rüber zum Schießen. Tero Seppala. Muss also in die Strafrunde. Gute 20 Sekunden, die man sich da so einhandelt. Aber die Top-Athleten, die wenigen, die bislang hier durch sind, haben sich da keine Schwäche erlaubt. Auch Simon Eder zählt momentan zu den besten Schützen im Feld. Immer sicher unterwegs. Auch in dieser Endphase der Saison, der 38-Jährige aus Saalfelden. Also noch einmal 5 Jahre älter als Arndt Pfeiffer, der genau heute in einer Woche 34 Jahre alt wird. Thierry Lange aus Belgien. Jahre alt, noch kein Top-20-Ergebnis im Verlauf seiner Karriere. Trainiert ab und an im Schwarzwald mit den deutschen Athleten, mit Benedikt Doll, Rees Hettich, Thierry Langer und dann geht der erste Schwede bereit. Aber heute haben sie in diese erste Startgruppe
eher den schwächeren Mann geschickt, Gabriel Stegmeier, der dazu gestoßen ist. Und jetzt wäre also der erwähnte Andres Rastoguievs dran mit der Startnummer 29, ich habe es erwähnt. Regelverletzung, in 12 Monaten dreimal verpasst, seinen Aufenthaltsort richtig anzugeben oder ist nicht angetroffen worden. Ist also jetzt suspendiert, hat 2 Wochen Zeit, sich dazu zu äußern. Dann folgen weitere Schritte. Erik Lesser. Auch hier tadellose Serie. Recht zügig abgearbeitet. Er muss riskieren, riskiert. Er kann das. Er ist ja einer, der sich in den letzten Jahren das schnelle Schießen antrainiert hat. Das war jetzt für ihn nicht mal übermäßig schnell, aber perfekt. 10 Sekunden sein Rückstand, also alles da vorne eng beieinander, Rang 4 im Moment. Nach dem ersten Schießen, 14 Athleten waren da. Jetzt kommt mit Emilien Jacquelin der nächste Mitfavorit hier rein, 6,1 Sekunden später als Tarje Bö. Liegt er ungefähr bei Arndt Peiffer, der nach dem Schießen 6,9 Sekunden hatte. Ja, also sie kommen ja alle sehr sicher durch und gerade er ja. Da gucken wir immer noch mal besonders hin und halten kurz die Luft an. Der Trainer bestimmt auch mit dem Erlebten aus dieser Saison. 2x5 Fehler. Und dann ist Benedikt Doll unterwegs. Auch für ihn, für das Ende hier, die letzten 5 Einzelrennen, die noch anstehen. Mit diesem hier zurück unter die Top 10 in der Gesamtwertung. Das wär's. Tarje Bö. Ja, da setzt er nochmal ab, war aus dem Rhythmus, kam nicht mit den Atmen hin und trifft. Das war jetzt wirklich Weltklasse, Erfahrung und 0-0, so muss es heute wahrscheinlich sein, um gewinnen zu können. Tarje Bö durch den Sieg in der vergangenen Woche im Gesamtweltcup von 5-3 nach vorne gesprungen. Ersten 3 Plätze ja bei den Norwegern in der Gesamtwertung. Johannes Tinnesbø vor Lagreit und Tarje Bø. Und mit Dahle auf Rang 5 folgt dann schon der Nächste. Erik Lesser, 12,9 haben wir gesehen, verliert da gut knapp 2-3 Sekunden bis zu dieser Zwischenzeit. Er ist schnell unterwegs, Quentin Fillon-Maillet. 1,6 Sekunden nur zurück, oben Loginov. Und er bleibt im Spiel, Fillon-Maillet. Ja, Loginov schießt sehr schnell. Der Rhythmus fehlerfrei, aber er ist läuferisch zurzeit nicht in der Verfassung. Der Weltmeister vom letzten Jahr im Sprint. Und auch ein gutes Ergebnis, 0-0. Kommt aber nicht mit Tarje Bø mit. Ja. Alles getroffen, aber hängt doch hier 26,6 Sekunden zurück. Da ist auch dieser zweite Platz nicht zu halten für ihn. Und Matvej Eliseev mit leichten Problemen beim Überwerfen des Gewehres. Da hinten blitzt das gelb-rote Trikot auf. Johannes Tinnesbø also zurück am Schießstand, während wir hier Benedikt Doll in seiner Auftaktrunde sehen. Sehr dynamisch geht er das Ganze an. Das kann Wahnsinn. Er. Ja, da hat das mal wieder gezeigt. Schnellfeuereinlage, 22,9 Sekunden. So schnell hat noch keiner die 5 Ziele hier heute abgeräumt. Ja, seine Stärke ist das Stehenschießen und er ist tatsächlich diese Runde jetzt zum Stehenschießen nicht ganz so schnell gelaufen. Er hatte 33 Sekunden Rückstand auf seinen Bruder nach dem ersten Schießen und jetzt beim Heranlaufen waren es 29 oder irgendwie sowas. Also er ist da wirklich verhalten für seine Verhältnisse gelaufen. Aber jetzt Arndt Peiffer. Ganz wichtig, dass auch er jetzt hier durchkommt. Da hier so gut geschossen wird.
Ja, muss er in die Runde. Kurz gezögert, dann auch den letzten abgeräumt. Aber die Runde ist da. Schade für Arndt Peiffer. Tarje Bö führt nach diesem zweiten Schießen vor Eliseev Johannes Dinisbö auf 3. Und das können wir noch mal über die Schulter hinweg von Arndt Peiffer beobachten. Ah, der war ganz knapp links tief. Da hat nicht viel gefehlt. Er hat sich jetzt dann noch mal richtig konzentriert für den letzten Schuss, den er dann getroffen hat. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. Schade. Und Siegfried Massé in Erwartung und Sturlaholm Lagreit. Auch der ist richtig schnell unterwegs. Ja, sehr gut, wenig anders zu erwarten. Eine Bank am Schießstand, zuletzt auch mal mit ein, zwei Wacklern, aber Sturlaholm Lagreit nach wie vor in einer richtig guten Verfassung. Läuferisch, das haben wir gehört von seinem Trainer, vielleicht nicht ganz auf dem Level der Weltmeisterschaften. In dieser Endphase haben wir auch in der vergangenen Woche gesehen und Johannes Dinisbö 26,4 Sekunden jetzt zurück. Gegenüber Tarje Bö hat er ein Sekündchen verloren gegen den Bruder. Ja. Also war die vorletzte Runde vielleicht gar nicht bewusst etwas langsamer, sondern er konnte einfach nicht schneller. Soll es ja auch geben. Das sind alles keine Maschinen. Und Mitro Pitruschny. Ja, ungewohnt, guter Schütze. Aber jetzt eben in beiden Einlagen jeweils einen Fehler geschossen in der Summe. Also 2 Strafrunden, 300 extra Meter zu absolvieren. Benedikt Doll draußen im Wald. Nach 2,5 Kilometern kommt er hier zur nächsten Zwischenzeit. Die schnellste an diesem Punkt, Johannes Dinisbö. Und da ist Benedikt Doll 8,6 Sekunden dahinter. Völlig okay. Also super unterwegs, Benedikt Doll. Sehr gut, macht Zeit gut. Und schau dir diese Schießgeschwindigkeit an. Ja, das war ein perfektes Schießen. Ja, und weil du es angesprochen hast mit der Laufrunde, mit dem Dosieren bei Johannes Dinisbö. Jetzt schauen wir schnell hin, da ist er, André Moravec, der hier seine letzten Rennen absolviert in den Trikots von Tschechien. Das war so von Siegfried Massé die erste Aufgabe, als er zu den Norwegern kam, den Johannes Dinis da eher so ein bisschen einzubremsen beziehungsweise ihm diese Balance beizubringen. Ja, es ist natürlich schwierig. Die Athleten wollen sich immer weiterentwickeln, überziehen vielleicht auch mal. Und da ist das Gespür des Trainers, den so zu steuern, dass er wirklich seine bestmögliche Leistung bringen kann, sowohl liegend als auch stehend. Und das ist immer interessant und jedes Mal geht es vom Neuen los. Gute Zeit für Erik Lesser. Und das Ganze natürlich im Renngeschehen umzusetzen, trotz aller Widrigkeiten und der hohen Konkurrenz. Jetzt auch hier Strafrunde für Erik Lesser. Ja, auch hier wie bei Arndt Peiffer bleibt es bei der einen. Arndt Peiffer nach wie vor nach dem zweiten Schießen noch auf Rang 6. Und Tarje Bö, der hier nochmal über diese Kuppe rüber geschrien wird. In Richtung Ziel. Der Erste, der hier reinkommt. Und da geht das Ganze los für Roman Rees, der heute zeigen soll, was er wirklich kann und immer wieder im Training zeigt, wie Marc Kirchner gesagt hat. Tarje Bö also setzt hier die erste Zeit, an der sich die Kommenden messen müssen. Alles getroffen und Benedikt Doll hofft hier gut reinzukommen. Sehr schnelle Zeit. Ja, bravo. Zwischenzeitlich Lagreit der Schnellste gewesen bei der Ankunft hier. Jetzt aber Benedikt Doll und dann dieses gute Schießen. Damit spielt er hier richtig gut mit in diesem Sprint. Emilien Jacquelin. Und Benedikt Doll 1,1 Sekunden hinter Lagreit bei der Zwischenzeit. Das war das Schießen, das gerade von Emilien Jacquelin zu sehen war.
sehr sicher heute. Unglaublich. Schießzeit, schauen wir gleich mal nach. 18,4 Sekunden, Emilia Jacquelin. Der setzt die besten Marken im stehenden Anschlag zurzeit, und zwar serienweise. Nicht ganz so Alexander Loginov. Hängt hier weit hinter Tarje Bö her. Bei gleicher Trefferzahl, also alles abgeräumt, auch Alexander Loginov. Nach dem zweiten Schießen also Tarje Bö vor, jetzt Emilia Jacquelin, neuer Zweiter. Eliseev heute sehr stark, noch auf Rang 3 nach dem zweiten Schießen. Und wir schauen auf Quentin Fillon-Maillet. Erneut eine Laufbestmarke bei Ankunft hier im Schießstand. Und damit ist er richtig weit vorne mit drin und hat alle Chancen. Quentin Fillon-Maillet. Johannes Tinjes Bö, da hat er noch ein gutes Stück des Weges und seine Zeit ist schon im Plus. Die zwei Strafrunden zu viel. Damit ist nichts zu gewinnen gegen seinen Bruder, gegen Tarje Bö. Während wir oben Christiansen eingeblendet sehen. Zweiter Rang im Moment, 5,7 Sekunden zurück. Vetles Sjostad Christiansen, also mit 5 Treffern. Hat nochmal alles rausgeholt, Johannes Tinjes Bö. Und Jakob Fack, der Nächste, der hier reinkommt. Strafrunde zu viel, wie erwähnt, um da ganz vorne angreifen zu können. Gerade er ist darauf angewiesen. Noch in einer sehr, sehr ordentlichen Form unterwegs. Zum Ende der Saison hin, wie eben auch Arndt Peiffer. Der war 38 Sekunden bei der letzten Zwischenzeit zurück. Also klar ist, dass das ein Fehler zu viel war, definitiv. Johannes Tinjes Bö war mit 2 Fehlern natürlich unterwegs, ist der überragende Läufer, hat insgesamt die schnellste Zeit. Aber Tarje war eben auch sehr schnell. Ja, und da kann Arndt Peiffer auch den Johannes Tinjes, der eine Runde mehr hatte, nicht gefährden. Vierter Rang für den Moment. Jetzt muss er eben lange zuwarten, bis er weiß, was es wert ist. Dominik Windisch. Bei ihm bleibt hier eine Scheibe stehen. Damit auch er rüber in die Strafrunde. Sergej Oscharnikow, der Mann aus Minsk. Fehlerfrei liegend. Weit zurückhängend in der Laufzeit. Er hat 2 Gewichte vorne am Lauf. Einen direkt unter seinem Korntunnel und noch ein Gewicht um den Lauf. Damit eben der Schwerpunkt nach vorne wandert. Beim Stehenschießen oft sehr hilfreich des Gewehres. 3,5 Kilo müssen sie wiegen. Gewichtstechnisch ist das kein Problem. Die Erwachsenen, hätte ich beinahe gesagt, die Männer schießen so mit ungefähr 3,8 bis 4 Kilogramm schweren Gewehren. Sturlaholm Lagreit, der viel auch meditiert, sagt, diese Meditation verhilft mir einfach, den Fokus zu behalten, gerade dann, wenn der Druck besonders hoch ist. So, jetzt aber auch er mit der Strafrunde. Also, kleiner Rückschlag für Sturlaholm Lagreit. Gleich rausgefunkt von Sigrid Massé an die Betreuer da draußen. Und die Co-Trainer Simon Eder, Österreicher Rico Groß, muss mit seiner Mannschaft auf Julian Eberhardt weiter verzichten. Der Rücken macht nicht mehr mit für diese Saison. Immer häufiger zu hören in den letzten 1-2 Jahren bei den verschiedensten Athletinnen und Athleten. Ja, und wieder so eine fehlerfreie Schießleistung von Simon Eder. Unglaublich. Eine nach der anderen in den letzten Rennen. 8-mal war er schon unter den Top 10 in dieser Saison. Der 38-Jährige also immer noch mehr als konkurrenzfähig. Starke Leistung, starker Auftritt. Rang 4 für den Moment. 20 Sekunden nur sein Rückstand.
Benedikt Dollaff wirklich sehr gut im Kurs unterwegs. Ein fehlerfreies Schießen stehend würde ihn in die Lage versetzen, ums Podest bis dahin mitkämpfen zu können. Ja, war so ein richtig kleiner Befreiungsschlag in der vergangenen Woche. Gerade dieser Sieg mit der Staffel, einmal mit dem Team über vier Athleten hinweg so zu überzeugen, auch mit einem deutlichen Sieg, das hat ihnen wirklich alle nochmal einen Schub gegeben und Selbstvertrauen mit auf die letzten zwei Wochen. Fabian Claude, auch der hier mit nur 3,1 Sekunden Rückstand. Starke Laufzeit. Erik Lesser in Richtung Ziel unterwegs. Klar, dass er da nicht weiter vorne landen kann mit dem einen Fehler. 43,4 Sekunden, Rang 7. Also es führt Tarje Bö vor Johannes Tinjesbö, dann Jakob Fack, Anpfeifer auf 4. Erik Lesser auf 7. Schade für Roman Rees, er braucht die Null. Ja. Läuferisch 13,2 ist für seine Verhältnisse recht offensiv, wie es angegangen ist. Nicht schlecht, auf keinen Fall. Aber der Fehler war halt jetzt, man kann es ja sehen, einen Fehler zu schießen bedeutet einfach gleich weg vom Podest, mit Sicherheit. Emilien Jacquelin kommt rein auf jenem zweiten Platz und Tarje Bö hat hier eine richtig starke Leistung geboten, hält sich da weiter vorne. Simon de Thieu. Und oben aber Benedikt Doll, jetzt die Null. Und da kommt der zweite Fehler obendrauf. Das ist richtig bitter für Benedikt Doll, der so gut mit dabei war, heute eine tolle Laufform hat. Wie auch er, Quentin Fillon-Maillet, der hier auf dem Weg ist, die Führung zu übernehmen, verdrängt Tarje Bö. Der hat es zusammengebracht. Überragendes Schießen, tolle Laufleistung. Und das weiß ein solch guter Athlet auch gleich selbst einzuschätzen, dass das ein richtig guter Tag war. Der ist richtig schnell gelaufen. Der war nur 3,1 Sekunden in der Laufzeit langsamer als Johannes Tinjesbø. Das ist also gewaltig. Mit der Schnellste heute auf der Strecke. Nur wird es auch voraussichtlich bleiben. Lukas Hofer. Ja, dem wäre es mal richtig zu gönnen, aufs Podest zu kommen. Dreimal schon Vierter gewesen in dieser Saison, also immer knapp daneben. Und Benedikt Doll kehrt zurück in die letzte Laufrunde. 45,4 Sekunden, sein Rückstand, Rang 11. Und Lukas Hofer mit dieser Schießeinlage auf Rang 5, 7,2 Sekunden nach dem ersten Schießen, nur hinter Sturlaholm Lagreit weg. Wettles Jostad, Christiansen. Oh, auch er jetzt mit zwei Fehlern. Der Tough Guy im norwegischen Team, wie Lagreit sagt, den würde ich mitnehmen auf eine Insel. Der könnte mir immer die Kokosnüsse knacken. Und hier sehen wir den Weltmeister mit Martin Ponsiluoma. Aber auch der mit Fehler beim liegenden Anschlag schaut er noch mal hinterher und dann nichts mehr ab in die Strafrunde. Johannes Dahle auch noch mit dabei, Startnummer 53. Sebastian Samuelsson folgt dann mit der 59. Also auch da durchaus Athleten und stehen, schauen Sie hin, die Laufzeit, der hier reinkommt, 0,3 Sekunden schneller als Lagreit. Die Botschaft, bis jetzt hält die Strecke, es ist noch kein Nachteil mit einer mittleren Startnummer auf alle Fälle. Das ist sehr gut, dann gibt es eben einen schönen, fairen Wettkampf.
etwas tief seine Treffer. Oh, der war knapp. Nach. Ja, der letzte war jetzt aber genau drin. Null Fehler, das war das Ziel. Es ist erreicht. So sieht's aus. Die Führung kann er nicht ganz behaupten. So wie beim Eintreffen, aber er ist da vorne mit drin. Rang 7, 7,7 Sekunden nur hinter Lagreit, der nach wie vor als Führender gelistet ist nach dem ersten Schießen. Und jener Sturlaholm Lagreit, der wird hier angetrieben, Richtung Ziel kommend. Auch bei ihm reicht es nicht, um Fillon Maillet da vorne zu gefährden. Der hat hier ein absolutes, perfektes Rennen hingelegt. Fillon Maillet wird schwierig sein, den zu schlagen. Und Sturlaholm Lagreit neben dem Podium schon jetzt Rang 4, 23,4 Sekunden zurück. Fillon Maillet im Ziel vor Tarjebeu, dann Jacquelin und dann Lagreit. Zwei Franzosen also auf den ersten drei Rängen. Und Simon Eder kämpft gegen die Zeit von Johannes Tinjesbø, aber natürlich auf diesen Anstieg und dann die letzten Meter wird er nicht ganz halten können. Nichtsdestotrotz ein ganz hervorragendes Ergebnis für den Simon Eder. Du hast es gesagt, das ist wirklich eine Glanzleistung, die er auch heute wieder bringt. Er ist 14. im Gesamtweltcup. Okljuka beim Massenstart war er 4. War die Saison Bestleistung. Hat es nicht ganz, hat er Pech gehabt, die Hand an der Medaille gehabt. Aber jetzt hier wieder ein richtig gutes Rennen von Simon Eder. Null Fehler, 40,2 Sekunden am Ende hinter Fillon Maillet. 7. Rang. Können wir uns den Stand noch einmal anschauen. Hier im Ziel. Johannes Tinjesbø also hinter Sturlaholm Lagreit. So ein paar Pünktchen kann Lagreit da gut machen. Im Gesamtweltcup zwischen den beiden, wie erwähnt, geht es ja noch darum, wer kann die große Metallkugel, die Kristallkugel am Ende der Saison mit nach Hause nehmen. Ach, Martin Fillon Maillet wird hier in Zeitlupe gezeigt. Die Regie wähnt ihn schon als Sieger, aber ich würde mal noch abwarten. Mit Dahle, mit Samuelsson sind da schon noch zwei, die hier ein Wörtchen mitreden können. Eduard Latipov. Auch für ihn ist damit der Zug nach ganz vorne abgefahren. Muss noch mal in die Runde. Und da haben wir Sebastian Samuelsson. Machen wir mal auf die Einblendung. 5,2 Sekunden hinter Lagreit hängt er her. Und klar ist auch für ihn, er muss alles treffen, will er die da vorne gefährden. Ja, zwei Ziele erreicht, gut reingekommen ins Rennen, flott unterwegs. Erstes Schießen mit 5 Treffern absolviert Sebastian Samuelsson. Fabian Claude, wir erinnern uns, auch er war flott unterwegs. Aber jetzt auch er mit dem Extraweg durch die Strafrunde. Und da hast du heute keine Chance. Gegen die Starken da vorne, die ersten drei im Ziel. Fillon Maillet, Tarjebeu, Jacquelin. Alle mit 10 Treffern, ohne Fehler. Und alle drei superschnelle Läufer. Nikolas Karlik aus Tschechien ist neu ins Team gekommen, hier beim Heimweltcup. Von der Strecke hören wir, Benedikt Doll balgt sich virtuell mit Arndt Peiffer um die Position 8. Praktisch zeitgleich jetzt auf den letzten Metern. Da wird es spannend, wer wird der beste Deutsche bis jetzt im Ziel. Die interne Wertung, Simon Dethieu, auch er mit den 2 Fehlern. Keine Chance heute, nicht mal auf einen Top-10-Platz. 56 Sekunden, Rang 13 für den Moment. Auch das wird sich noch für den Franzosen verändern. Roman Rees, großer Rückstand. Eine Minute, 2,8 Sekunden. Aber immerhin, jetzt hat er alles getroffen. Roman Rees. Marc Kirchner
hat nochmal gesagt, er hat, wie gesagt, mit den besten Rennen eigentlich in den Staffeln, da hat er eigentlich immer geglänzt, wenn er eingesetzt war. Vergangene Woche Philipp Navrat für ihn reingerutscht, aber in den Einzelrennen, da langt es eben nicht in der Leistung für Roman Rees. Benedikt Doll schiebt sich auf den 9. Rang, landet damit direkt hinter Arndt Peiffer, der bleibt 8. Die beiden also momentan unter den Top 10, aber reicht heute nicht für ganz vorne fürs Podest. Ausgangsposition für die Verfolgung ist sehr ordentlich. Und Johannes Dorle nach 5,8 Kilometern, da hält Benedikt Doll nach wie vor die schnellste Laufzeit, eher 10,9 Sekunden langsamer an dieser Stelle. So, Lukas Hofer. Komm, Luki, bitte jetzt. Ja, das kann was werden für Lukas Hofer. Ja, und das freut uns einfach für diesen sympathischen Jungen, der wirklich immer alles gibt und so oft in diesem Jahr knapp daneben gelandet ist. Heute hat er eine richtig gute Chance, muss sich jetzt sputen, eine super letzte Runde hinlegen. Denn wie erwähnt, da vorne auf den Podestplätzen, da sitzen drei richtig laufstarke Jungs. Ja, er kann auch die letzte Runde. Ja. Das ist jetzt mal ein Kampf, der spannend sein wird. Wettlesjastad Christiansen, da war es weniger spannend am Ende mit den zwei Fehlern, waren die Chancen verpufft, kommt hier rein an Position 14, 55,2 Sekunden sein Rückstand. Und dann haben wir Johannes Kühn, der hier mit der 82 ins Rennen geht, so ein wenig abgetaucht in den letzten Tagen. Nach der vergangenen Woche, als er da fünfmal daneben lag, im Sprint eben in dieser Disziplin, im stehenden Anschlag. Und dann aus seiner Sicht das Rennen beendet hat, rausgerutscht ist, zunächst mal in den Wald gelaufen ist, wollte da bei sich, für sich sein und das Ganze erstmal sacken lassen. Martin Ponziloma. Jetzt drückt er hier aufs Tempo, muss er auch, muss riskieren, der Weltmeister. Kommt gut durch, 20,4 Sekunden für diese 5 Schuss. Aber Rückstand bei ihm 36,4, das ist deutlich mehr als das, was er da in der Strafrunde nach dem Liegenschießen hat an Tribut zollen müssen. Martin Ponziloma, Rang 7. Oh ja, alles da. Er hat etwas Zeit verloren jetzt auf dieser Runde. Ah, komm. Ja. Da hat er schon vor dem ersten Schuss Probleme gehabt, das Zielbild richtig zu finden. Schade, aber ein Fehler, ja, das ist auch für ihn heute zu viel. Genau, und dann Gigonard. Der trifft zunächst mal alle Scheiben, kam hier richtig, richtig schnell an. Schauen Sie, nur an 0,1 Sekunden hinter Lagreit. Also die Franzosen präsentieren sich hier in absoluter Topform. 6,9 Sekunden sind es jetzt, Rang 5 für Gigonard. Das wäre Saisonbestleistung, wenn er das halten könnte. Aber das ist noch ein weiter Weg über das Stehenschießen und die zwei Laufrunden hinweg. Sebastian Samuelsson, 15,5 Sekunden hängt er da zurück. Und dann kommt Johannes Kühn, der die Rückendeckung hat, absolut vom Bundestrainer, auch von der Mannschaft. Auch Arndt Peiffer hat ja nochmal erwähnt, den brauchen wir unbedingt. Der hat so ein großes Laufpotenzial. Er muss eben konstant werden in den Schießleistungen, vor allen Dingen seiner Wackeldisziplin, dem Stehenschießen. Er hat ja schon Wettbewerbe mit 4x0 gemacht. Ja, es ist genau in ihm drin. Es muss nur geweckt werden und stabilisiert werden. Das hört sich jetzt sehr einfach an, aber es ist tatsächlich so. Er kann es ja. Endre Strömsheim hat die letzte Woche mit im norwegischen Team, zuvor im U-Cup unterwegs gewesen. Ja, eine Scheibe lässt er hier stehen. IBU Cup zweimal auf dem Podest gewesen und Michal Kretschmar hier beim Heimspiel
hängt weit zurück, 35,2 Sekunden, aber ein wenig synonym in dieser Saison. Läuferisch nicht da, wo er schon mal war, mit absolut den Top-Leistungen. Ist auch ja im Gesamtweltcup nur auf Position 23 als bester seines Teams. Tut ihm gut beim Heimspiel, zweimal fehlerfrei geschossen, aber jetzt Philipp Horn. Und da sind wir sehr gespannt. Willkommen zurück im deutschen Team. Letztes Rennen, das Einzel in Antols gewesen. Viel Potenzial, große Stücke hält Marc Kirchner von ihm. Hatte ihn in der Mannschaft ganz klar gesetzt und gesehen im Trainingslager vor der Saison. Und dann eben zu Beginn des Jahres dieser Misstest, Corona-Test, der ihn aus dem Rhythmus brachte. Da konnte er nicht zu Beginn mittun. Und wir schauen aber auf Sebastian Samuelsson. Wie groß ist seine Chance, wenn er hier durchkommt? Ja, auch er trifft hier 10-mal. Wird da draußen auch genauso gutiert. Und dann ist die Frage, ist ja einer der letzten Runde, dieser Sebastian Samuelsson. Sehr stark, sehr kraftvoll, aber der Rückstand ist enorm. Ganz nach vorne wird es ohnehin nicht reichen. Aufs Podest, ja, sind so 6 Sekunden für ihn. Genau, gegen Lukas Hofer, den wir hier sehen. Ja. Der im Augenblick noch den dritten Platz verteidigt gegen Emilien Jacquelin. Da hat er 3 Sekunden gut gemacht auf den Franzosen. Also bisher läuft es fürs Podest, für Lukas Hofer ganz gut. Aber das ist wirklich der Spannungsmoment. Und wie angedeutet zu Beginn auch Samuelsson da noch mit Chancen. Roman Rees, Rang 20 auch heute. Der eine Fehler ist okay, aber die Laufzeit einmal mehr, da hängt er zu weit hinten dran mit 1,16 Rückstand. Jesper Nelin. Auch der eine gute Minute zurück mit dem einen Fehler in der Laufleistung. Kann er da nicht konkurrieren mit denen, die da ganz vorne stehen. Bei den Deutschen Peiffer und Doll nach wie vor noch auf 8 und 9. Und das ist der Fight, der Kampf endlich für Lukas Hofer aufs Podest zu springen. Gelingt es ihm, gibt alles, ist flott unterwegs. Die Zeit von Fillon Maillet kann er nicht knacken, das war klar. Auch die von Johannes Tinjes Bø wird er nicht packen. Aber schafft er die von Emilien Jacquelin? Die packt er. Also, Lukas Hofer zunächst mal auf dem dritten Rang. Hat sich hier, ja, da schaut er gleich rüber. Hat es gereicht. Und jetzt muss er hoffen, dass dieser Sebastian Samuelsson ihm den nicht noch wieder streitig macht und er wieder Vierter wird. Eine gute letzte Runde gelaufen, 3 Sekunden hinter dem Schnellsten. Das ist wieder einmal Simon Detieu, der die schnellste Runde hat. Aber ein großer Kampf für Lukas Hofer und vielleicht reicht es ja heute. Wäre schön, würde mich freuen für ihn. Ja, und Benedikt Doll, den wir hier in der Studie sehen, können wir uns jetzt hören. Bitte bei Nils anhören. Ja genau, Gesichter lesen, Benedikt, ist ein bisschen schwierig in diesen Zeiten. Drittbeste Laufzeit steht im Ergebniscomputer, aber leider auch 2 Fehler stehend. Wie ist Ihnen zumute nach diesem Rennen? Ja, es war richtig wild, kann man schon sagen. Es war heute sauschnell. Jetzt hat es dann aufhören zu regnen, dann wurde es noch schneller. Und ja, läuferisch habe ich mich richtig gut gefühlt. Mir liegt es so nachmittags oder spätnachmittags nochmal Leistung zu bringen. Ja, am Schießstand jetzt immer den ersten Schuss. Da fehlt mir die Ruhe, bis ich mich so eingerichtet habe. Ja, das darf nicht passieren. Schade. Ja, kann mal passieren. Ne? Wie kriegt man denn das hin, dass man die Ruhe behält am Schießstand? Ja, ich versuche schon tief durchzuatmen. Man nimmt trotzdem immer so ein bisschen die Hektik von der Strecke mit. Und da ist man dann nicht so ganz 100% bei sich, weil ich weiß es nicht. Ich versuche mich schon zu konzentrieren, aber es ist einfach viel Hektik dabei. Und ja, das muss ich noch besser hinkriegen. Das wünsche ich Ihnen. Und 50 Sekunden für den Verfolgerrückstand sind ja auch noch eine Sache, die durchaus machbar ist. Ja, auf jeden Fall. Da geht noch was. So sieht's aus. Die Verfolgung dann mit einer guten Voraussetzung für Benedikt Doll. Und wie sieht die für Johannes Kühn aus? Hop, hop, hop.
mit dem einen Fehler 19,2 Sekunden Rückstand da schon beim Schießstand für Johannes Kühn. Schauen wir Johannes Dahle. Heute nicht ganz vorne, ein Fehler für ihn zu viel, 36,7 Sekunden zurück hinter Fillon Maillet. Starke, mannschaftlich geschlossene Leistung wieder der Norweger, während wir hier Johannes Kühn in der Strafrunde sehen. Tarjebø an 2, Lagreit an 5, Dahle an 6, Johannes Tinjesbø an 7. Und Dahle hat die beiden Deutschen, Arnd Pfeiffer und Benedikt Doll, nach hinten geschoben. Ja, Johannes Kühn, 45 Sekunden zurück, 61. Platz. Da siehst du mal, wie viele gute Schießergebnisse es gegeben hat. Viele, viele haben null Fehler geschossen. Gefühlt ca. 50 Athleten unter den ersten 60. Also das ist schon großartig, wie hier geschossen wird heute. Und Gigonard, was haben wir denn beim Gigonard? Ein Fehler. Ein Fehler, ja, ja. Da schüttelt er mit dem Kopf. Ja, ärgert er sich, klar, Antonin Gigonard war bislang richtig toll unterwegs, hat gute Chancen gehabt, da ganz vorne mal anzugreifen. Zweimal Neunter gewesen in dieser Saison und das hat er sich jetzt so ein bisschen verhagelt durch diese Strafrunde. Da laufen die Namen dann eben unten durch und jetzt muss er sich sputen und kämpfen, dass er hier noch unter den Top Ten bleiben kann. Braucht er eine richtig flotte letzte Runde, der Franzose. So, Sebastian Samuelsson, nächste Zwischenzeit, sechster Rang, 28,3 Sekunden zurück. Ja, verliert er. Verliert er, ja. 18,4 waren es nach dem Schießen. Also die sind schon sehr schnell unterwegs gewesen. Krutschmer auf dem Weg zum Ziel. Ja, das macht er gut, er kämpft hier um ja, Platz unter den ersten 10 im Augenblick. Natürlich nur, da kommen ja, ja noch welche. Hat er einmal schon geschafft, zu Beginn der Saison, war seine einzige Top 10. Vor den Weltmeisterschaften ja Corona-positiv gewesen. Michal Krtschmar hat ihn natürlich auch noch mal zurückgeworfen. Und jetzt schiebt er hier Arnd Pfeiffer raus aus den Top 10-Plätzen. Michal Krtschmar, gutes Ergebnis. Erst recht, wenn er es halten kann, dann wäre es die zweite Top-10-Platzierung in diesem Jahr. Aber da kommt Sebastian Samuelsson, der was dagegen haben wird. Naja, der kommt natürlich vor ihm ein. Ja, ja, klar. Um 6 kämpft er hier. So, die Zeit von Lukas Hofer ist jetzt durch. Der bleibt vor ihm und bleibt auf dem Podest. Ist schon mal schön. Der Lukas Hofer. Jawohl. Und Sebastian Samuelsson, also läuferisch heute, kann er nicht so dagegen halten. Alles getroffen, aber sein Rückstand dann eben doch eine halbe Minute im Ziel. Wie erwähnt, die ersten vier auch alle, ohne Fehler da vorne. Insofern vergleichbar. Philipp Horn. Geht gleich der Erste daneben. Dafür jetzt, komm. Das ist richtig bitter, ja, für Philipp Horn. Drei Fehler im liegenden Anschlag. Der Druck ist schon sehr hoch, dann wiederzukommen und sich beweisen zu müssen. Unglaublich, hatte sich klar verbessert in der letzten Woche im IBU Cup. Drei Top-10-Plätze, einmal auf dem Podest gewesen. Und jetzt kommt er hierher und schießt drei Fehler. Ja, vom Anschlag, wenn du das so betrachtest, da siehst du nichts. Da kannst du nicht sagen, das ist oder jenes ist falsch. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Wahrscheinlich ist es vielmehr ein mentales Problem. Ich glaube, wenn der ganz normal weiter trainiert, seine körperliche Leistungsfähigkeit ist in Ordnung. Plötzlich geht es dann wieder und da muss man Geduld haben. Nicht unbedingt jetzt auf den Jungen einhauen, sondern ihn versuchen aufzubauen. Und ihm das Vertrauen. Marc Kirchner zeigt ihm sicher das Vertrauen, weil Läufern laufen kann er. Und ja. Ja, und sonst wäre er ja auch nicht dabei. Das ist ja, ja genau das auch, worauf ich hinaus wollte. Ja. Das scheint schon eher ein mentales Problem, ja, zu sein.
auch als er noch im Weltcup war und kurz danach war es ja eben das Problem mit dem Schießen. Da war er stark, kam richtig gut aus der Vorbereitung raus mit tollen Werten, guten Leistungen im Training und dann eben konnte er nicht von Beginn an mittun. Marc Kirchner sagt heute noch, da konnte er nicht den Rhythmus aufnehmen. Dann kommst du rein, dann haben die anderen schon Rennen hinter sich. Dann musst du gucken, wie du klarkommst. Der Druck wird größer, dass du dabei bleiben kannst. Und so ist es dann ein Auftürmen an Problemen, an mentalen Schwierigkeiten, die du überwinden musst. Und in diesem Tal scheint Philipp Horn zu stecken. Wir haben auch einen interessanten Mann. Juniorenweltmeister jetzt geworden. Und geht mit fehlerfreiem Schießen durch. Ja, super. Sehr gut. 15,1 Sekunden war der Rückstand beim Eintreffen. Emilien Claude. 4 Rennen hat er schon absolviert. Im Weltcup-Team in diesem Jahr. Und dann eben rüber gesetzt bei den Junioren-Weltmeisterschaften. Jewgeni Garanichev, der in diesem Jahr schon Corona-positiv gewesen. Insgesamt läuft er ein wenig seinen besten Zeiten hinterher. Setzt nochmal an nach dem dritten Schuss. Jawohl. Da kam hier schon fehlerfrei nach dem ersten Schießen mit einem Rückstand von 46,4 Sekunden an. Also auch hier, was die Spitze angeht des Feldes, nicht konkurrenzfähig. Jewgeni Garanichev, trotz der Nullfehler, knappe Minute Rückstand. Und wir schauen mal auf Sturlaholm Lagreit, der bereit ist zum Interview. Nils, bitte. Ja, und der rückt ein bisschen näher ran an seinen Landsmann Johannes Tinius Bö im Weltcup-Gesamtstand. Glauben Sie, Stola, dass Sie Ihren Kollegen Johannes Tinius Bö da oben noch von der Spitze wegschubsen können? You're getting a little bit closer, Stola, in the World Cup total score. Do you think that you have the chance to top Johannes Tinius at the end? Well, it's a tough question. I can only do my best and... He's the best athlete if he performs at his top level, so I feel he has the match ball, and if he fails, then I can pick it up. Thank you very much and all the best for you. Er sagt, natürlich ist Johannes Tinius Bö der mit Abstand beste Athlet, das sagt er ganz neidlos. Er sagt, er hat den Matchball, wenn er den allerdings vergibt, sagt er, dann werde ich da sein. Klingt gut. Ja, Sturlaholm Lagreit, das wäre natürlich eine überragende Geschichte. Erste komplette Saison im Team und dann gleich den Gesamtweltcup gewinnen. Das wäre ein Ding, aber da muss er sich noch ganz schön abrackern gegen die mannschaftliche Konkurrenz gegen Johannes Tinius Bö. Aber da ist ein richtig überragender Weltklasse-Athlet dazugestoßen in diesem Jahr. Und jetzt schauen wir auf Johannes Kühn, stehender Anschlag, wie erwähnt. Wackeldisziplin, kommt er gut durch. Rückstand auch bei ihm. Schon enorm, 1 Minute 6,8 Sekunden. Sein Atemstopp wird oft angesprochen. Passt das vielleicht etwas zu früh? Ja, insgesamt 3 Fehler, nochmal 2 Strafrunden für ihn, für Johannes Kühn, sind wir gespannt. Die besten 60 qualifizieren sich für die Verfolgung morgen, wo die Reise dahin geht. Gigonard schüttelt den Kopf, wird sich ärgern über diesen einen Fehler, aber ein 6. Rang, Saisonbestleistung unter den Top 10. Ich habe es erwähnt, 2-mal 9. war er. Hey, schon stark. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Drittschnellste Laufzeit, nur 9,2 hinter Johannes Tinius Bö. Über diese 10 Kilometer, da bist du dabei. Das können wir uns noch mal über die Schulter hinweg anschauen. Das war auf die 23, oder? Ja, ja, ja. Ja, da jetzt. Ah, ganz knapp links. Der zweite, den ersten Fehler konnte ich jetzt nicht sehen oder erkennen. Ja, und die passen dann. Es hätte auch nur eine sein können. Da hat wirklich nicht viel gefehlt.
Und die 60. Platzierung beim letzten Sprint war bei 1,657, knapp unter 2 Minuten. Also da kämpft er wahrscheinlich hart um den, unbedingt, um den Verfolgungswettkampf. Ja. In der vergangenen Woche ja eben auch verpasst durch die Aufgabe im Sprint, Johannes Kühn. Also da sind schon ein paar Problemfelder in der deutschen Mannschaft. Wir wollen im Anschluss an dieses Rennen mal drüber reden. Zu sehen bei zdfsport.de, online also 19.05 bis 19.20 Uhr. Über den Nachwuchs reden, über die Zukunft reden mit Bernd Eisenbichler, dem sportlichen Leiter Biathlon im DSV, und unseren Experten. Sven Fischer wird mit dazu geschaltet. Also eine kurze kleine Diskussionsrunde, ein Talk. Die